أحب الرسول وآل الرسول محبة مستمسك بالهدى لهم في فؤادي هوى من هوى أبيهم أليسوا بني أحمد أحب الرسول وآل الرسول محبة مستمسك بالهدى لهم في فؤادي هوى من هوى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أنا liebe Geschwister, wir machen mit unserer Serie inshallah weiter mit der Erklärung von Sahih al-Bukhari. طيب إن شاء الله. Dann kommen wir إن شاء الله zum Hadith Nummer 7 von Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma berichtet. Das ist übrigens ein langes Hadith, sehr lang. Von Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma berichtete, dass Abu Sufyan ibn Harb erzählte, dass Heraklius nach ihm sandte, während er von einer Karawane der Quraysh im Scham unterwegs war, um Handel zu treiben. Dies geschah in der Zeit eines Waffenstillstands zwischen dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam und Abu Sufyan und den Glaubensverweigerern der Quraysh, yani Kuffar Quraysh. So gingen sie, während sie in Ilya, und Ilya ist Jerusalem al-Quds, waren. So gingen sie, während sie in Ilya waren, zu ihm, yani zum Heraklius, der sie in seinem Hof bat, indem er von den obersten byzantinischen Würdenträger umgeben war. Dann rief er sie und seinen Übersetzer zu sich und sagte, fragend, wer von euch ist am nahesten verwandt mit dem Mann, der von sich behauptet, ein Prophet zu sein? So sagte Abu Sufyan erwidernd, ich. So sagte Abu Sufyan erwidernd, ich sagte, dass ich der nahste Verwandte unter ihnen sei. Er sprach, bring ihn eher zu mir und bringe seine Gefährten mit und lasse sie hinter ihm stehen. Dann sagte er zu seinem Übersetzer, sage ihnen, dass ich ihn Fragen über jenen Mann stellen werde und wenn er mir die Unwahrheit sagt, sollen sie ihm widersprechen. Yani die Begleiter von Abu Sufyan sollen Abu Sufyan widersprechen, wenn er nicht die Wahrheit sagen würde. Bei Allah hätte ich nicht befürchtet, das ist jetzt Abu Sufyan, dass sie mich der Lüge bezichtigen würden, hätte ich über ihn gelogen, yani über den Prophet gelogen. Seine erste Frage ihn betreffend lautet, wie ist seine Abstammung unter euch? Ich antwortete, er ist unter uns von der edlen Abstammung. Er fragte, und hat vor ihm jemals einer unter euch diese Behauptung aufgestellt? Ich erwiderte, nein. Er fragte weiter, war einer seiner Vorväter ein König? Ich sagte, nein. Nun fragte er, folgen ihm die Edelsten unter den Menschen oder die Schwachen unter ihnen? Ich antwortete, vielmehr die Schwachen unter ihnen. Er fragte, nehmen sie zu oder nehmen sie ab? Ich sagte, sie nehmen zu. So wollte er wissen, sagte sich einer von ihnen, yani die Leute, die den Propheten befolgen, sagte sich einer von ihnen aus Unzufriedenheit von seiner Religion los, nachdem er sich zu ihr bekannt hatte? Ich sprach, yani Abu Sufyan, nein. Er fragte weiter, habt ihr ihn jemals der Lüge verdächtigt, bevor er sagte, was er verkündet? Ich erwiderte, nein. Ist er wortbrüchig? Wollte er wissen? Nein, antwortete ich. Wir befinden uns in einem Waffenstillstand mit ihm, wir wissen aber nicht, was er darin tun wird.
Er ergänzte: Es war mir nicht möglich, etwas hinzuzufügen, außer dieses. Er nannte den Prophet etwas zu belasten, sozusagen. Nun fragte er: Habt ihr gegen ihn gekämpft? Ich antwortete: Ja. So fragte er: Wie sind eure Kämpfe gegen ihn verlaufen? Ich erwiderte: Der Kampf zwischen uns und ihm war wechselhaft. So war er mal erfolgreich und manchmal wir. Er fuhr fort: Welche Vorschriften hatte er euch gemacht? Ich antwortete: Er sagte, dient Allah einzig und allein, gesellt ihm nichts bei und wendet euch von dem ab, was eure Väter sagten. Hier heißt es, also sagten bedeutet glaubten. Außerdem schreibt er uns das Gebet, die Abgabe, die Wahrheit, die Keuschheit und die Verwandtschaftsbanden vor. Darauf richtet er sich an seinen Übersetzer, indem er sprach: Sage ihm, ich fragte dich nach seiner Abstammung und du erwiderst, dass er unter euch der edler Abstammung sei. Tatsächlich ist dies den Gesandten der Fall. Sie wurden unter den Edlen ihrer Völker auserwählt. Und ich fragte dich, ob vor ihm jemals einer unter euch diese Behauptung aufgestellt hat, was du verneintest. Hätte irgendjemand vor ihm diese Aussage gemacht, würde ich sagen, dass dieser Mann dem Vorbild eines anderen folgt. Dann fragte ich dich, ob einer seiner Vorväter ein König war. Und du erwiderst: Nein. Wäre einer seiner Vorfahren ein König gewesen, würde ich sagen, dass dieser Mann das Königtum seines Vorfahren beansprucht. Daraufhin wollte ich wissen, ob ihr ihn jemals der Lüge verdächtigt habt, bevor er sagte, was er verkündet, und du sagtest, dass dies nicht der Fall sei. So habe ich verstanden, dass, wenn er sich nie erlaubt hat, die Menschen zu belügen, er auch über Allah nicht die Unwahrheit sagen würde. Und ich fragte dich, ob ihm die Edelsten unter den Menschen oder die Schwachen unter ihnen folgen, und du antwortetest, dass es die Schwachen seien, und sie sind tatsächlich die Anhänger der Gesandten. Daraufhin fragte ich dich, ob ihre Zahl zunimmt oder abnimmt. Darauf du sagtest, dass sie zunehmen würde, und genauso ist der Fall mit der Angelegenheit des Glaubens, nämlich Al-Iman, bis er in jeder Hinsicht vollständig ist. Ich fragte dich, ob sich jemand aus Unzufriedenheit über seine Religion losgesagt hat, nachdem er darin eingetreten war, nachdem er Muslim geworden, und du verneintest dies. Und so ist der Iman, wenn er sich in der Herzensfreude verbindet. Dann fragte ich dich, ob er wortbrüchig ist, und du sagtest, dass dies nicht der Fall sei. Genauso verhält es sich mit den Gesandten, sie werden niemals wortbrüchig. Daraufhin fragte ich dich, was er euch anordnet, und du erwiderst, dass er euch anordnet, Allah anzubeten, ihm nichts beizugesellen. Wohlgemerkt, vorher hieß die Beigesellung nicht, sondern einzig und alleine, und er hat die Beigesellung nicht zu Beigesellen verstanden. Und er verbindet und er verbietet euch, Götzen anzubeten, und dass er euch das Gebet, die Wahrheit und die Keuschheit anordnet. Wenn das, was du sagst, die Wahrheit ist, wird er diesen Ort unter meine Füße einnehmen. Ich wusste, dass er erscheinen würde, doch ich dachte nicht, dass er einer von euch sein würde, einer von den Arabern. Wenn ich wüsste, dass ich zu ihm gelangen könnte, würde ich alles tun, um ihn zu treffen. Und wäre ich bei ihm, würde ich ihm die Füße waschen. Anschließend fragte er nach dem Schreiben des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, das von Dihya al-Kalbi zum Statthalter von Busra gesandt worden war, der es Heraklius weiterreichte, welcher las, was darin stand. Also was er hat das dann gelesen. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen, von Muhammad, dem Diener des Gesandten Allahs, an Heraklius, den Herrscher von Byzant, Friede sei auf demjenigen, der Rechtleitung folgt. So dann, ich lade dich ein, dem Ruf zum Islam zu folgen. Werde Muslim und Allah wird deinen Lohn verdoppeln.
Weigerst du dich jedoch, wirst du die Vergehen deiner Untertanen zu verantworten haben. Dann rezitiert er: O Leute der Schrift, kommt her zu einem zwischen uns und euch gleichen Wort, dass wir niemanden dienen außer Allah und ihm nichts beigesellen und sich nicht die einen von euch die anderen zu Herrn außer Allah nehmen, doch wenn sie sich abkehren, dann sagt, bezeugt, dass wir Allah ergeben sind. Abu Sufyan sagte, als er das, was er gesagt hatte und das Lesen des Schreibens beendet hatte, erhob sich ein Schreien und Lärm um ihn herum. Als er beendet war, gab es dann einen Laut unter den Menschen. Wir wurden hinausgebracht, dabei sagte ich zu meinen Gefährten, die Bedeutung von Ibn Abi Kabscha ist gewaltig geworden. Denn der König der Bani al-Asfar fürchtet sich vor ihm. Ich war immer mehr davon überzeugt, dass er, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, siegen werde. Dass er der Prophet, also er war davon überzeugt, dass der Prophet siegen würde, Abu Sufyan, bis Allah mich zum Islam führte. Ibn al-Nathur, ein anderer Statthalter, der zu jener Zeit der Statthalter von Ilya, Jerusalem war, während Heraklius das Oberhaupt der Christen in Scham war, berichtete, dass Heraklius eines Morgens, als er sich in Ilya aufhielt, also in Jerusalem aufhielt, schlechte Laune hatte. Einige seiner Priester fragten ihn nach der Ursache dafür. So berichtete ihn Ibn an-Nathur, Heraklius war ein Wahrsager und Astrologe, der die Sterne deutete. Er sagte zu jenen, die ihn gefragt hatten, als ich heute Nacht die Sterne betrachtet habe, sah ich, dass der König jener, die die Beschneidung verrichten, erschienen ist. Er hat das also anhand von den Sternen abgelesen, sagte er. Wer von dieser Gemeinde lässt sich beschneiden? Es wurde gesagt, niemand lässt sich beschneiden, außer die Juden. Du brauchst sie nicht zu fürchten, sie brauchen dich nicht zu beunruhigen. Schreib an jede Stadt deines Reichen und lasse alle Juden darin töten. Während sie über die Angelegenheit sprachen, wurde ein Mann zu Heraklius gebracht, den der König von Rasan gesandt hatte, um ihn eine Nachricht vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam zu überbringen. Nachdem er sich erkundigt hatte, sprach Heraklius: Geht und schaut, ob er beschnitten ist oder nicht. Also während der ganzen Sache erschien ein Mann, der diesen Schreiben, und dann sagt er: Schaut, ob er beschnitten ist. Ja? Sie schauten bei ihm und sagten zu ihm, dass er beschnitten sei. Daraufhin sagte Heraklius ihn über die Araber, so antwortete dieser: Sie sind beschnitten. Er fragte, ob die Araber auch beschnitten sind. Dann hat sich herausgestellt, dass sie auch beschnitten sind, nicht nur die Juden, auch die Araber damals. Heraklius sprach: Der König dieses Volkes, der Araber, ist erschienen. Anschließend schrieb Heraklius einen Brief an seinen Freund in Rom, der ihm im Wissen gleich war. Heraklius ging nach Homs und er verließ Homs nicht, bis er den Brief seines Freundes erhalten hatte, der mit ihm darin übereinstimmte, dass der Prophet erscheinen werde und wirklich ein Prophet sei. Daraufhin rief Heraklius die obersten byzantinischen Würdenträger in sein Schloss in Homs, dann ordnet er die Toren zu schließen. Anschließend erschien er und sprach: O ihr Byzantiner, wollt ihr Erfolg und den rechten Weg und dass euer Reich weiter bestehen bleibt, so folgt diesem Mann, yani diesem Gesandten, der jetzt erschienen ist. Die Leute rannten verstört zu den Toren, doch sie fanden sie geschlossen vor. Da erkannte Heraklius ihre Abneigung und gab die Hoffnung auf ihre Annahme des Islam auf. Er forderte: Bring sie zu mir zurück, also seinen Soldaten, die sollen zurückbringen. Er sprach: Ich habe dies nur gesagt, um die Stärke eures Glaubens, eurer Religion zu prüfen. Nun habe ich es gesehen. Sie warfen sich vor ihm nieder und waren mit ihm zufrieden. Und dies war das Ende der Geschichte von Heraklius in Sahih al-Bukhari. Und das wollen wir jetzt versuchen zu erklären, was dieser langen Hadith zu bedeuten hat, sozusagen. Die Erklärung.
Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu berichtet, dass Abu Sufyan ibn Harb erzählte, dass Heraklius nach ihm sandte, während er von einer Karawane der Quraysh in Scham unterwegs war, um Handel zu treiben. Gewöhnlich bei den Arabern war es so, dass sie Handel getrieben haben, wie wenn wir uns an die Sura erinnern, li ila fi Quraysh, ila fi imrihlet al-shita'i wa-saif, fali'abudu rabba al-shita'i wa-saif, so dass sie mal nach Scham mit ihren Karawanen dorthin gegangen, um Handel zu treiben, und mal nach Jemen. In diesem Fall waren sie in Scham. Die Bedeutung von diesem Abschnitt sagt, dass Abu Sufyan Ibn Abbas berichtet, dass Abu Sufyan das Ganze dem Ibn Abbas radiallahu anhu berichtet hat, dass während er mit einer Gruppe von den Quraysh auf einer Geschäftsreise in Scham war und als Heraklius, der König von Rom, einen Gesandten zu ihm schickte. Ja, plötzlich kam jemand zum Abu Sufyan und bat ihm, dass Heraklius eigentlich ihn treffen möchte und mit ihm über etwas zu sprechen. Der Grund dafür war ein Schreiben, dass ein Schreiben ihn erreicht hat, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam durch Duhya al-Kalbi an Heraklius gesandt hatte. Sozusagen. Das war der Grund dafür, dass er gefragt hat, gibt es überhaupt jemand hier, der ihn kennt? Als das Schreiben des Gesandten sallallahu alaihi wasallam ihn erreicht hatte, sagte er, gibt es jemanden hier, dass er von seinem Stamm, also vom Stamm dieses Mannes sei, der von sich behauptet, ein Prophet zu sein? Denn das Schreiben, wie wir gehört haben, forderte der Heraklius auf, Islam anzunehmen, und das wäre für ihn das Beste, denn alles wird dann für ihn dann verdoppelt, die Belohnung. Wenn er das nicht macht, trägt er die Verantwortung natürlich auch für seine Untertanen, denn er hat dann diese Dauer gehindert oder verhindert. Daraufhin wurde Abu Sufyan zu Heraklius gebracht, um einer Begegnung mit Heraklius nachzukommen, was Heraklius ja, dieser Kaiser oder dieser König oder dieser Herrscher, bat um diesen Treffen. Der Grund für das Treffen von Abu Sufyan war, dass Heraklius einen Kampf geführt hat zwischen sich und den Persern. Und die Perser haben ihn besiegt, und dann schwor er, wenn Allah ihm dem Sieg verhelfen würde, also er hat ein Eid geleistet, dass er dann von Homs, yani diesen Eid, wenn es in Erfüllung geht, dass er die Perser besiegen würde, dass er von Homs bis Jerusalem zu Fuß gehen würde. Tatsächlich hat er diesen Sieg erlangen können, und er hat auch diesen Eid gelöst, sodass er praktisch von Homs in Syrien heute bis Jerusalem praktisch zu Fuß gelaufen ist. Die Menschen haben sich dadurch sehr gefreut, dass er das wirklich umgesetzt hat. Und auf diesem langen Weg haben auch die Menschen dann Blumen, Rosen und duftende Pflanzen gestreut, und sie haben ihm also tatsächlich die Freude mitgeteilt und seinen Konvoi oder diese Art von Siegzug ging tatsächlich von Homs bis nach Jerusalem hin. Der Brief des Propheten, wobei, als er ankam, war Abu Sufyan auch schon dort. Er war aber in Gaza-Stadt, hören wir heute. Der war in der Zeit in Gaza-Stadt, Abu Sufyan. Dann wurde nach ihm geschickt. Der Brief des Propheten, der an Heraklius gesandt worden war, kam auch zu diesem Zeitpunkt an, wie in dem Hadith vorkommt. Auch seine Betrachtung der Sterne, weil er das ja betrachtet hat, also lesen konnte anscheinend, die ihm deuteten, dass der König der Beschnittenen erschienen war. Aus diesem Grund veranlasste er, Abu Sufyan zu treffen. Der nächste Abschnitt von diesem langen Hadith, dass Heraklius nach ihm sandte, während er von einer Karawane der Quraysh im Scham unterwegs war, um Handel zu treiben. Dies geschah in der Zeit eines Waffenstillstands zwischen den Propheten sallallahu alaihi wasallam
und den Kuffar Quraysh. Und dieser Waffenstillstand bestand auch in der Zeit. Bedeutet, dass in der Zeit des Waffenstillstands, das zwischen den Propheten sallallahu alaihi wasallam war und den Glaubensverweigerer der Quraysh vereinbart worden war, in der Zeit, als Abu Sufyan in Gaza war. So ging er, während sie in Ilia waren, zu ihm, yani zum Heraklius. Was bedeutet, dass Abu Sufyan und seine Gefährten tatsächlich Heraklius dann trafen in Jerusalem, der sie in seinem Hof bat. Also er bat sie dann, zu ihm reinzukommen, indem er von den obersten byzantinischen Würdenträgern umgeben war. Würdenträger, also Priester und die wichtigsten Menschen des Staates, die dann auch dann anwesend waren. Was bedeutet, er rief sie zu sich, dass sie dann zu ihm kommen, und um ihn herum waren die obersten byzantinischen Würdenträger und hohen Staatsvertreter. Dann rief er sie und seinen Übersetzer zu sich. Wenn wir das Ganze betrachten, war er eigentlich ein kluger Mann sozusagen, was ihm leider nicht dazu verholfen hat, auch das Ende zu erreichen. Aber er war klug, hat auch kluge Fragen gestellt. Bedeutet, er rief sie in seine Nähe und rief auch gleichzeitig seinen Übersetzer, damit er auch dann die Fragen stellt, und sagte fragend: Wer von euch ist am nahesten verwandt mit jenem Mann, der von sich behauptet, ein Prophet zu sein? Für die Araber war das verwundert, dass ihn das schon erreicht hat. Er fragte auch gezielt. Als der Übersetzer bei ihm erschienen, sagte Heraklius zu ihm in der Zeit: Sag zu diesen Arabern, die versammelt waren, wer von euch ist in der Verwandtschaft dem Mann am nahesten, der von sich behauptet, ein Prophet zu sein? Der Grund für seine Fragen über den nahesten Verwandtschaftsgrad zu ihm war, um ihn auch seinen Eigenschaften und seinen Wesenseigenschaften zu fragen. Warum eigentlich nahe Verwandtschaft? Weil er kennt ihn am besten. Er würde ihn auch dann am besten beschreiben. Nicht irgendjemanden. Er hat nicht gefragt, wer ist von euch der Araber und wer kennt ihn, sondern wer ist derjenige von euch, der am nahesten Verwandten zu ihm ist. Weil er kennt, würde ihn dann auch am besten beschreiben. So sagte Abu Sufyan erwidert: Ich sagte, dass ich der nahste Verwandte unter ihnen sei. Und das ist natürlich eine Realität, denn die Bani Hashim und Bani Umayyah sind von väterlicher Seite miteinander verwandt. Sie sind tatsächlich verwandt, auch vom Stamm. Und er sprach: Bring ihn näher zu mir. Yani, bring Abu Sufyan näher zu mir. Der Kaiser von Rom befahl aus Ehrerweisung, wenn er weiß, er ist also der Scheich von diesem Stamm und er ist der nahste Verwandte, hat ihn auch diesbezüglich geehrt, also auch diesen Stellung zugeschrieben, dass Abu Sufyan nahe zu ihm kommen sollte, weil er der Scheich von Mekka war und der Tradition der Auszeichnung und Anerkennung von Königen, mächtigen Männern und Würdenträger nachzukommen. Und bring seine Gefährten und lasse sie hinter ihm stehen, yani hinter Abu Sufyan. Was bedeutet, er ließ sie zu sich bringen, damit sie ihm im Falle, das ist auch ein kluger Schachzug, also im Falle, dass er über Muhammad sallallahu alaihi wasallam lügen sollte, widersprechen würden. Warum so? Weil wenn tatsächlich ein Scham bestünde, ja, dann dieser Scham nicht Hindernis sein sollte, um zu schweigen, sondern eigentlich diesen Scham auch dann zu schwächen, wenn Abu Sufyan etwas sagen würde, was nicht stimmt, ihnen auch, also Abu Sufyan auch widersprechen würden. Dann sagte er zu seinem Übersetzer: Sag ihnen, dass ich ihm Fragen über jenen Mann stellen werde. Das bedeutet, nämlich für über wen? Über Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wenn er mir die Unwahrheit sagt, sollen sie ihm widersprechen. Also er war auch sehr offen sozusagen. Also er hat im Grunde so alles auf den Tisch gelegt. Er will die Wahrheit wissen und auch prüfen, was das Schreiben auch mit sich hat sozusagen.
Das heißt, er sagte das auch mit Nachdruck, damit er die Wahrheit hören würde und nur die Wahrheit. Nur die Wahrheit. Und bei Allah hätte ich nicht befürchtet, sagt Abu Sufyan, dass sie mich der Lügen bezichtigen würde. Wer? Die Araber. Ja, das war für ihn also unvorstellbar, dass sie ihn dann über ihn dann berichten wird, dass er dass er gelogen hat. Das heißt, wenn nicht die Scham bestünde, also wenn nicht die Scham bestünde, dass sie mich in meinem Land der Lügen bezichtigen würden, die Araber dann, hätte ich über ihn gelogen, hätte ich über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelogen, dann hätte ich über ihn gelogen und ihn anders beschrieben, als er wirklich ist. Ja? Seine erste Frage betreffend lautet, wie ist seine Abstammung unter euch? War die Frage von Heraklius. Was bedeutet die erste Frage, die er an mich richtete, lautet, wie ist seine Abstammung unter euch? Das bedeutet, gehört er zu jenen der edlen Abstammung oder zu jenen mit niedrigen Abstammung? Er will jetzt auch genau wissen, von wo stammt er wirklich. Ich antwortete, er ist unter uns von edler Abstammung. Er gehört zur edlen und vornehmen Abstammung unter seinem Volk, da er von den Bani Hashim war, die zu den höchsten der Quraysh zählten. Er fragte, und hat vor ihm jemals einer unter euch diese Behauptung gestellt, ein Prophet zu sein? Gab es unter den Arabern vor ihm jemanden, der behauptet, er sei ein Prophet, bevor er erschien, also bevor der Prophet dann erschien, sallallahu alaihi wasallam? Ich erwiderte, nein. Abu Sufyan sagte, nein, keiner behauptet vor ihm, ein Prophet zu sein. Er fragte weiter, war ein seiner Vorväter ein König? Von seinem, kann ja sein, dass er so etwas macht, damit er vielleicht was erreichen will. Denn er hat ja im Stern, was hat er gelesen, dass ein König der Beschnittenen erschienen sei. Bedeutet, gab es jemanden unter seinen Vorfahren, der ein König war? Ich sagte, nein, so etwas war es nicht. Nun fragte er, folgen ihm die Edelsten unter den Menschen oder die Schwachen unter den Menschen? Was bedeutet, gehören die meisten, die ihm folgen, zu den Edelsten und den Anführern unter den Menschen oder sind es die Schwachen und die Armen? Ich antwortete vielmehr, die Schwachen unter ihnen haben ihm gefolgt. Was bedeutet vielmehr, sind die meisten, die ihm folgen, die Schwachen, sozusagen. Denn die anderen sind ja, Kibr spielt eine große Rolle, so hochmütig. Er fragte, nehmen sie zu oder nehmen sie ab? Also die Schwachen oder Menschen, die ihm folgen. Ich sagte, sie nehmen zu. Was bedeutet, ihre Anzahl nimmt immer mehr zu. Ja. Dann, so wollte er wissen, sagte sich einer von ihnen, yani diejenigen, die den Islam angenommen haben damals, ja, sagten sich oder haben sich von der Religion gelöst oder sind vom Religion abgefallen aus Unzufriedenheit? Ich sprach nein. Sowas gibt es nicht. Gab es auch nicht. Dass jemand von seinen Anhängern in eine andere Religion wechselt. Und wie soll das geschehen, ganz ehrlich? Ja? Ja, also wer tatsächlich, wenn jemand den Islam richtig kennengelernt hat, ja, und auch sein Fundamente und Prinzipien kennenlernt, unmöglich, dass dieser vom Islam abfällt. Diejenigen, die vom Islam abfallen, da sage ich aus Überzeugung, sie haben keine Ahnung von der Religion. Weil diese Religion ist sehr stark im Inhalt. So stark, dass sie eigentlich die Ruhe in den Seelen der Menschen vermittelt, die Muslime sind. Er fragte weiter, habt ihr ihn jemals der Lüge verdächtigt? Ja, bevor er sagte, was er verkündet. Bedeutet, bevor er behauptet, das Prophetentum
Und bevor er mit der Religion kam, also bevor er überhaupt gesagt, ich bin jetzt ein Prophet und mit der Religion gekommen ist, die sich von eurer Vorväter unterscheidet, wohlgemerkt. Ne, er widerspricht eure Vorstellung vollständig. Und bevor er zu euch sagte, was er in seinem Ruf zum Monotheismus, yani zum Tawhid auch sagt, auch widerspricht er auch dem Grundprinzip Religion der Araber, denn das war ja Götzendienst und zur Unterlassung der Götzendiensten äußert, sagte er. Dann sagt Abu Sufyan, ich erwiderte nein. Bedeutet, er war unter ihnen bekannt als wahrhaftig und nicht als Lügner, vorher schon. Und vertrauenswürdig. Seine Widerstreiter und Feinde bezeugten, dass er wahrhaftig sei. Sogar nachdem er das gesagt hatte, was er gesagt hat. Nachdem er gesagt hat, er sei ein Prophet. Ist er wortbrüchig? Yani, ist er untreu? Wenn er was sagt, wenn er was macht, wenn er was verspricht. Das sagt, bedeutet, bricht er sein Versprechen? Abu Sufyan antwortete, nein. Das heißt, er ist bekannt dafür, sein Versprechen zu erfüllen. Ja, und auch treu zu bleiben. Und dann sagt er weiter, Abu Sufyan, wir befinden uns in einem Waffenstillstand mit ihm. Das heißt, es gab eine Vereinbarung zwischen Kuffar Quraysh und dem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam, dass ein Waffenstillstand war. Und dann ergänzte Abu Sufyan etwas. Und das war eine Gelegenheit, vielleicht etwas in Frage zu stellen. Nur in Frage zu stellen. Er sagte, wir wissen aber nicht, was er darin tun wird. Also wie er sich dann verhalten wird in diesem Waffenstillstand, diese Vereinbarung, ob er jetzt diese Treue oder nicht Treue, diese Vereinbarung einhalten wird oder nicht. Dann sagte er ergänzend, es war mir nicht möglich, etwas hinzuzufügen, etwas mehr zu sagen, außer dieses. Was bedeutet, ich habe nichts einfügen können. Also er konnte nichts einfügen können, außer dieser Worte, denn ihre Bedeutungen für ihn in der Vergangenheit sind also die Bedeutung des Propheten, aber auch die Bezeugung für ihn von der Vergangenheit sind erfüllt worden. Auch die Fragen, die er gestellt hat, sind komplett erfüllt worden. War er wahrhaftig? Wer folgt ihm? Welchem Stamm stammt er? Und so weiter. So ist die Wahrscheinlichkeit, und das ist jetzt das Schöne, was der Sheikh hier gesagt hat, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sie in der Zukunft hintergeht, sehr gering. Was er vorher, was die Eigenschaften, die für ihn sprechen vorher, deuten darauf hin, dass er auch in Zukunft diese Eigenschaft nicht verändern würde. Er betrachtete diesen Satz überhaupt nicht. Das heißt also, er schenkte diesen Beifügung von Abu Sufyan überhaupt nicht, überhaupt keine Beimessung. Nun fragt er, habt ihr gegen ihn gekämpft? Ich antwortete ja. So fragt er weiter, wie sind eure Kämpfe gegen ihn verlaufen? Er erwiderte, nämlich Abu Sufyan, der Kampf zwischen uns und ihm war wechselhaft. So war er mal erfolgreich und mal wir. Er war wechselhaft, mal haben wir gesiegt, mal hat er gesiegt sozusagen. Er fuhr fort, welche Vorschriften hat er euch gemacht? Also was verlangt er von euch sozusagen? Bezüglich des Glaubens, Glaubenslehre und Handlungen. Abu Sufyan sagte, dient Allah einzig und allein. Er sagt, und dient Allah einzig und allein. Das heißt, er ordnete uns an, die Einzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala in seiner Anbetung. In seiner Anbetung. Gesellt ihm nichts bei und wendet euch von dem, was eure Väter glaubten. Was bedeutet, gesellt ihm nichts bei? In allem, sei es offensichtlich oder im Verborgenen, untersagt ihnen absolute Art der Beigesellung, yani wenn er sagt, dient Allah allein und gesellt ihm nicht bei, das ist im Grunde was? La ilaha illallah. Keine Beigesellung, diese Götter, die angebetet werden, müssen ausgeschlossen werden, müssen vermieden werden, nur Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine angebetet werden. Außerdem
schreibt er uns das Gebet, die Abgabe, yani Zakat, die Wahrheit, die Keuschheit und die Verwandtschaftsbande vor, yani zu pflegen und zu besuchen. Was bedeutet, er ordnet ihnen das Gebet, wie soll es auch anders sein, die fünf Säulen, die Wahrheit zu sprechen, also nicht zu lügen, die Unterlassung von Verbotenem und Gut zu den Verwandten zu sein, von bestimmten Personen bis zu den allgemeinen, die sämtlichen Art der Güte. Eine gut zu sein zu bestimmten Personen, wenn wir sagen Güte zu den Eltern, ja, aber auch Güte zu den Menschen, von bestimmten Menschen bis zu den allgemeinen Menschen, diese Handlungen dann auszuführen. Daraufhin richtet er sich an seinen Übersetzer, indem er sprach, sag ihm, ich fragte dich nach seiner Abstammung und du erwiderst, dass er unter euch von edler Abstammung sei. Tatsächlich ist dies bei den Gesandten der Fall. Sie würden unter den Edlen ihre Völker auserwählt. Das bedeutet, so ist es mit den Gesandten, sozusagen. Allah wählte sie unter den Edlen ihre Völker. Also daraus verstehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Gesandten alle von edlen Völkern ausgewählt hat. Denn die vorzüglichsten Wesenseigenschaften erbt ein Mann von seinen Vorfahren. Eine diese automatische edlen Umgang, höflich zu sein, gerecht zu sein, wenn sie von edler Abstammung sind, dann erbt er das automatisch, das bekommt er so mit, erbt er sie. Und nachher vervollständigt sich das Ganze mit dem Kitab und Sunnah. Und ich fragte dich, ob vor ihm jemals einer unter euch diese Behauptung aufgestellt hat, was du verneintest. Hätte irgendjemand vor ihm, yani ein Prophet zu sein, vor ihm diese Aussage gemacht, würde ich sagen, dass dieser Mann dem Vorbild eines anderen folgt. Was bedeutet, dann hätte ich mir gedacht, dass er jemand anderen nachahmt, der zum Prophet gerufen hat. Dann fragte ich dich, ob einer seiner Vorväter ein König war. Denn er hat ja im Stern gesehen, dass König der Beschnittenen erschienen ist. Jetzt will er wissen, gab es von diesem Mann einen Vorfahren, der König war? Das hat auch einen Grund. Und du erwiderst, nein. Wäre einer seiner Vorfahren ein König gewesen, würde ich sagen, dass dieser Mann das Königtum seines Vorfahren beansprucht. Das heißt, dass er versuchen würde, das Königtum seines Vorfahren für sich beanspruchen, doch er gehörte nicht zu den Söhnen eines Königs, sodass man dies von ihm denken könnte. Also dann wäre das ein Hindernis. Dann kann man sagen, nee, er gehört nicht zu ihnen. Dem war aber nicht so. Daraufhin wollte ich wissen, ob ihr ihn jemals der Lüge verdächtigt habt, bevor er sagte, was er verkündet. Hat er gelogen vorher? Ist dann ein Zeichen von einem Menschen? War er vorher Lügner oder nicht? Und du sagtest, dass dies nicht der Fall sei. So habe ich verstanden, dass wenn er sich nie erlaubt hat, die Menschen zu belügen, er auch über Allah nicht und Wahrheit sagen würde. Das heißt, denn das Lügen über Allah subhanahu wa ta'ala ist gewaltiger und widerwärtig, wie Allah subhanahu wa ta'ala auch sagt. Und wer ist ungerechter als wer gegen Allah Lügen ersinnt? Ja, wenn jemand über Allah lügt, subhanallah aladim, ja, dann schlimmer, das ist etwas ganz Schlimmes. Und das war bei den Menschen damals auch nicht anders. Also haben sie auch gedacht, Lügen ist für sie etwas Unvorstellbares, besonders bei ihren im Stamm, dass sie dann bestimmte Eigenschaften geachtet haben. Und ich fragte dich, ob ihm die Edelsten unter den Menschen oder die Schwachen unter ihnen folgen, und du antwortetest, dass die Schwachen seien und sie sind tatsächlich die Anhänger der Gesandten, die Schwachen sozusagen. Bedeutet, denn die Edelsten lehnen es ab, von anderen geführt zu werden, und ihre Seele weigert sich ihnen zu folgen, bis auf diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala recht geleitet hat.
Ja, sie sind also immer die Führer gewesen, sie haben immer das letzte Wort und sie geben auch die Richtung und sie bestimmen auch die Umstände und legen auch dann Rahmenbedingungen und dann sollen sie jemanden befolgen und sie sollen diejenigen jetzt, die gehorchen. Das war für diese Menschen etwas Schweres, für ihre Seele so etwas überhaupt zu akzeptieren. Aber die Armen, das war für sie nicht schwer, auch die Schwachen, sondern die haben dann für sie war es kein Problem, die Wahrheit zu befolgen. Auch Abu Jahl, der hat auch bezeugt, dass der Prophet nie gelogen hat, dass er auch immer die Wahrheit, aber was ihn gestört hat, dass er zu Prophetentum und dass er zu einer anderen Religion gerufen hat. Daraufhin fragte ich dich, ob ihre Anzahl zunimmt oder abnimmt von diesen Menschen, worauf du sagtest, dass sie zunehmen würden. Und genauso ist der Fall mit der Angelegenheit des Glaubens, bis er in jeder Hinsicht vollständig ist. Bedeutet, so wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, aber Allah besteht darauf, sein Licht doch zu vollenden. Aber Allah besteht darauf, sein Licht doch zu vollenden, auch wenn es den Ungläubigen zuwider ist. Auch wenn sie das verhindern wollen, auch wenn sie mit Architekten zusammensitzen und Pläne schmieden, Allah subhanahu wa ta'ala wird sein Licht vollenden, ob sie wollen oder nicht. So ist es eine notwendige Folge, dass die Anzahl der Gläubigen zunimmt, auch wenn sie das verhindern wollen. Und wir sehen das, dass manche Züge uns verraten, dass sie eigentlich eine derartige Präventionsschritte machen wollen und der Schuss geht immer meistens von hinten los. Dann war das doch eine Fehlentscheidung. Bei vielen, schau das ein bisschen in der Welt, wie die Menschen reagieren. Doch, dass die Anzahl der Ungläubigen zunimmt und dass die Kraft der Menschen sich im Laufe der Zeit vervielfachen wird, die Anzahl der Menschen. Ich fragte dich, ob sich jemand aus Unzufriedenheit über seine Religion losgesagt hat, nachdem er darin eingetreten war, und du verneintest dies. Und so ist der Iman, wenn er sich mit der Herzensfreude verbindet. Wenn er sich dann im Herzen verbindet, dann kann man den nicht mehr trennen. Dann ist er praktisch, dann fließt das wie im Kreislauf. Das heißt, wenn sich sein Genuss in die Herzen seiner Anhänger mischt, Al-Iman, wenn der in Herzen der Anhänger sich mischt, ja, und sie in das Herz seiner Anhänger eindringt, so fühlt sich das Gewissen zufrieden. Die Seele fühlt sich ruhig. Und dies ist die natürliche Veranlagung des Menschen, die Allah ihn zukommen lassen hat. Die natürliche Veranlagung ist ein Werk Allah. Subhanahu wa ta'ala. Und die Religion ist Religion Allah. Und wenn sie das Herz erreicht, dann wird sie auch eindringen, sich niederlassen, heimisch fühlen. Ja, und die Menschen werden sich dann wohlfühlen. Sie werden das, was sie immer suchen, diese inneren Frieden finden. Und das kann man von Menschen nicht entziehen. Auch wenn sie versuchen, was sie bis jetzt immer versucht haben. Dann fragte ich dich, ob er wortbrüchig ist. Und du sagtest, dass dies nicht der Fall sei. Genauso verhält es sich mit den Gesandten. Sie werden niemals wortbrüchig. Bedeutet, Untreue ist eine niedrige Eigenschaft, von der sich die Menschen reinhalten wollen. Erst recht aber die Propheten. Diese niedrigen Eigenschaften. Du hörst viele Menschen, die sagen, ich möchte mich auf diesem Niveau nicht begeben. Aber erst recht schon dann die Propheten, sie begeben sich grundsätzlich nicht auf diesem Niveau. Daraufhin fragte ich dich, was er euch anordnet. Und du erwiderst, dass er euch anordnet, Allah anzubeten, ihn nichts beizugesellen und er verbietet euch Götzen anzubeten, dass er euch das Gebet und die Wahrheit und die Keuschheit anordnet. Wenn das, was du sagst, die Wahrheit ist, wird er diesen Ort unter meinen Füßen einnehmen.
sagt Heraklius, was bedeutet? Al-Qastalani sagte, das bedeutet das Land von Jerusalem oder das Land, über das er herrscht, wird nachher dann eingenommen von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder von den Muslimen, weil die Menschen Islam annehmen werden, sagte damals ein Christ, der einen hohen Gewicht hat. Ich wusste, dass er erscheinen würde, sagte er. Also er wusste, ich wusste aus dem Injil, aus den früheren Büchern, dass nach Isa ein Prophet erscheinen wird. Und dies stimmt mit der Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, indem er sagt, und als Isa, der Sohn Mariams, sagte, o Kinder Israels, gewiss, ich bin Allahs Gesandter an euch, das bestätigend, was von der Tora vor mir offenbart war, und einen Gesandten verkündet, der nach mir kommen wird. Sein Name ist Ahmed. Dann sagte weiter, doch ich dachte nicht, dass er einer von euch sein würde. Er dachte nicht, dass er von Araber kommt. Wenn ich wüsste, dass ich zu ihm gelangen könnte, das heißt, möglicherweise hat er die Tora, sagen die Rechtsgelehrten, weil er gesagt hat, ich wusste nicht, dass er von euch, hätte er die Tora gelesen, ja, entweder hat die Tora nicht gelesen oder er hat sie nicht verstanden. Und wenn ich wüsste, dass ich zu ihm gelangen könnte, yani zu ihm kommen, dann würde ich alles tun, um ihn zu treffen. Er würde alles dafür geben, auch diese Reise auf sich nehmen, um ihn dann zu treffen. Und wäre ich bei ihm, würde ich ihm die Füße waschen. Die Rechtsgelehrten sagen, das bedeutet eigentlich, hätte ich mein Gesicht mit dem Wasser, das von seinen Füßen tropft, gewaschen, sagt dieser Heraklius. Anschließend fragte er nach dem Schreiben des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, das von Dihya al-Kalbi zum Statthalter von Busra gesandt worden war. Das heißt also, der Statthalter von Busra hieß al-Harith ibn Abi Shamr al-Ghazali, dass er Heraklius weiterreichte. So sandte er, also der Statthalter von Busra sandte das Schreiben weiter an Heraklius. Welcher las, yani er hat das gelesen, was darin stand drin im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen, von Muhammad, dem Diener und Gesandten Allahs. Die Rechtsgelehrten sagen dir, warum er das geschrieben hat. Er sagt, Al-Qastalani sagte, er schrieb sich als Diener. Der Prophet beschrieb sich als Diener, damit die Nichtigkeit der Aussage der Christen andeutet, dass Jesus der Sohn Allah ist. Ja? Denn die Propheten sind an die Tatsache gebunden, Diener Allah zu sein. Weiter sagt an Heraklius, also in dem Brief an Heraklius, dem Herrscher von Byzant, Friede sei auf dem, der der Rechtleitung folgt. Was bedeutet, der Prophet sallallahu alaihi wasallam schrieb ihn an, denn dies ist die gesetzliche Begrüßung. Also, was nicht geht, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aber das ist gesetzliche Begrüßung, wenn man einen Glaubensverweigerer begrüßt. Ja, denn Assalam richtet man an diejenigen, die an Allah und seinen Gesandten glauben, normalerweise. So dann, ich lade dich ein, dem Ruf zum Islam zu folgen, werde Muslim und Allah wird deinen Lohn verdoppeln. Das heißt, erst einmal in Bezug auf deinen Glauben, an den Propheten Isa, und zum anderen für deine Konvertierung zum Islam. Hier spricht er die Belohnung. Wenn du Islam annimmst, ja, dann wird in Bezug auf deinen Glauben an Prophet Isa belohnt, dass er dann Prophet ist und nicht Sohn, und zum anderen für deine Konvertierung zum Islam auch belohnt. Deswegen diese doppelte Belohnung. Weigerst du dich jedoch, wirst du die Vergehen deiner Untertanen zu verantworten haben. Assyriyin, sagt er. O Leute der Schrift, Allah subhanahu wa ta'ala, o Leute der Schrift, kommt her zu einem zwischen uns und euch gleichen Wort. Was bedeutet Gleichheit von uns, yani Muslimen und Christen, Gleichheit von uns und euch allesamt. Darin stimmen alle himmlische Religionen überein.
Das ist die Grundlage von der Religion, die vom Himmel, ja, nämlich von Allah subhanahu wa ta'ala, gesandt worden war oder gesandt worden. Dass wir niemanden dienen außer Allah und ihm nichts beigesellen und sich nicht die einen von uns, die anderen zu Herren außer Allah nehmen. Was bedeutet, dass nur Allah würdig ist, einzig und alleine angebetet zu werden. Das heißt also, im Grunde uns würde verbinden, dass wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine anbeten, dass wir keine derartige Beigesellung neben Allah subhanahu wa ta'ala machen. Dass wir niemanden zum Kind oder zur Partnerin oder Sohn oder was auch immer machen neben Allah subhanahu wa ta'ala. Dass wir auch dann jegliche Beigesellung auch dann ausschließen, nur Allah azza wa jalla einzig und alleine anbeten. Al-Qari' sagte, so sagen wir nicht, Uzair ist Sohn Allahs oder Al-Masih ist der Sohn Allah. Noch gehorchen wir einem Priester in dem, was sie von Erlaubten oder Verbotenen eingeführt haben. Also nicht von etwas anderem, wenn sie etwas Neues einführen in der Religion. Dann sagt er weiter, doch wenn sie sich abkehren, im Vers, dann sag, bezeugt, dass wir Allah ergeben sind. Wenn sie nicht wollen, dass wir zu einem gleichen Wort zurückkehren, dann sollen sie bezeugen, dass wir Allah ergeben sind. So bedeutet, so hat euch das Argument erreicht, yani Beweis erreicht, darum bestätigt, dass wir ohne euch Muslime sind und dass sie Allah gegenüber den Glauben verweigert haben. Abu Sufyan sagte, als er das, was er gesagt hatte und das Lesen der Schrift beendet hatte, erhob sich ein Schreien und Lärmen um ihn herum. Man muss vorstellen, im Palast und viele Menschen hören zu und als er fertig war, dann diese Geräusche und dieser Lärm entstand dann plötzlich. Wir wurden hinausgebracht. Nachdem er war, dann wurden sie hinausgebracht. Dabei sagte ich zu meinen Gefährten, Abu Sufyan sagt zu seinen Gefährten, die Bedeutung von Ibn Abi Kabscha ist gewaltig geworden. Das ist ja unglaublich, so ungefähr. Sehr unglaublich, was der, oder welche Fragen der gestellt hat und über wen. Ja. Interessant wird dann von der Erklärung wie folgt gesagt, die Angelegenheit Mohammeds hat an Bedeutung zugenommen, meint Abu Sufyan, über den wir uns lustig gemacht und angespottet haben. Wenn er uns in dieser Angelegenheit angesprochen hat. Welche Angelegenheit? Prophetentum. Allah einzig und allein. Das hat den Kaiser von Rom sehr bewegt. Nicht umsonst hat er ihn zu sich gebeten. Und nicht umsonst hat er auch dann die Fragen gestellt. Daraufhin haben wir gesagt, dieser Abi Kabscha, also nach dem Wort, dieser Abi Kabscha, was erwartet er von uns sozusagen, spricht vom Himmel. Abu Kabscha ist sein Milchvater, wie er heißt, Milchvater vom Propheten, und heißt Al-Harith ibn Abd al-Uzza. Denn der König der Bani al-Asfar fürchtet sich vor ihm, sagt Abi Sufyan. Der König von Bani al-Asfar, ja, die Kinder von Hellhäutigen sozusagen, haben die Araber damals gesagt. Bedeutet, derjenige, der, über den wir uns lustig gemacht haben und den wir mit dieser Metapher beschrieben, Abi Kabscha, hat diesen Niveau erreicht. Ja, sie waren auch erstmal schon sehr betroffen. Und sein Stellenwert ist gewachsen, sodass der König von Rom ihn fürchtet und sich zu seinem Prophetentum bekennt. Also das war schon irgendwo auch eine Zustimmung von ihm. Er hat also einen Katalog von Fragen, die er durchgegangen und alle sind also 1a beantwortet worden. Er hatte also keinen Grund, das abzustreiten. Dann sagt Abu Sufyan, ich war immer davon überzeugt, dass er, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, siegen werde, erfolgreich sein wird und seine Religion in naher Zukunft verbreitet wird.
Das Gefühl hat er immer gehabt, bis Allah mich zum Islam führte. Das heißt, er hat mir den Erfolg zum Islam gewährt. Das erzählt der Ibn Abbas, ja, wohlgemerkt, diese Geschichte. Dieser Teil ist der erste Teil vom Hadith. Hier wird gesagt, hier endet der erste Teil des Hadiths und es folgt ein zweiter Teil, das von Az-Zuhri überliefert wurde, in diesem langen Hadith. Er berichtet, Ibn An-Nator, der zu jener Zeit der Statthalter von Ilya, und Ilya ist Jerusalem, was wir gesagt haben, war, während Heraklius das Oberhaupt der Christen in Scham war. Das heißt also, Ibn Nator war ein Machthaber von Jerusalem und der Freund von Heraklius sozusagen, der das Oberhaupt der Christen im Scham war. Berichtet, dass Ibn An-Nator berichtet, dass Heraklius eines Morgens, als er in Ilya war, also in Jerusalem war, sich aufhielt, schlechte Laune hatte. Er war also sehr nachdenklich und sehr unruhig. Er war aufgeregt, besorgt und bekümmert, wie gesagt wurde. Einige seiner Priester fragten nach der Ursache dafür. Bedeutet, sie sagten nach dem Motto, wir beobachten, dass dein Gesicht sich verändert hat, was darauf hinweist, dass dich einiges an Besorgnis plagt. So berichtet Ibn An-Nator, Heraklius war Wahrsager und Astrologe, sozusagen, der die Sterne deutet. Das heißt, er konnte aufgrund der Betrachtung der Sterne nach seiner Behauptung sagen, was jetzt oder in Zukunft geschehen wird. Er sagte zu jenen, die ihn gefragt hatten, als ich heute Nacht die Sterne betrachtet hatte, sah ich, dass der König jener, die beschnitten oder die Beschneidung verrichten, erschienen ist. Also, und sie haben ja nach einem Prophet gewartet sozusagen. Der ist jetzt erschienen. Ich konnte von den Sternen ablesen, dass der König jener, die sich beschneiden, erschienen ist. Das heißt, wer von dieser Gemeinde lässt sich beschneiden, hat er gefragt. Also jemand, anscheinend konnte das von den Sternen lesen, wie Allah einem. Es wurde gesagt, niemand lässt sich beschneiden, außer die Juden. Sie brauchen dich nicht zu beunruhigen. Warum? Weil sie weder Land noch Macht haben. Deswegen braucht er keine, sich nicht zu unberuhigen. Dann sagten sie ihm, die Priester, seine Priester, schreib an jede Stadt deines Reiches und lasse alle Juden darin töten, wenn du dir Sorgen machst. Yani, wenn du dich vor ihnen fürchtest, dann vernichte sie sozusagen. Während sie die Angelegenheit über die Angelegenheit sprachen, wurde ein Mann zu Heraklius gebracht, den der König von Rasan gesandt hatte. Dies bedeutet, dieser Mann ist Addi ibn Hatim, sozusagen, um ihn eine Nachricht vom Gesandten zu überbringen. Nachdem er sich erkundigt hatte, sprach Heraklius, geht, schaut, ob er beschnitten ist oder nicht. Jetzt kam jemand und hat ihm ein Schreiben. Er hat was gesehen, er soll jetzt Muslim werden. Sagt, guckt, ob der beschnitten ist. Weil er gesagt hat, es erscheint jemand von einem Volk, die sich beschneiden. Dann haben die geguckt bei ihm, der ist beschnitten. Dann, sie schauten bei ihm nach und sagten zu ihm, dass er beschnitten sei. Daraufhin fragte Heraklius ihn über die Araber, so, yani, ob sie beschnitten sind. So antwortete dieser, sie sind beschnitten. Heraklius sprach, der König dieses Volkes, der Araber, ist erschienen. Tatsächlich hat sich das bewahrheitet, was er vorher sozusagen gesehen hat. Anschließend schrieb Heraklius einen Brief an seinen Freund in Rom, der aber auch vom Wissen stand, genauso wie er war, der ihm im Wissen gleich war. Heraklius ging nach Homs zurück und er verließ Homs nicht, bis er den Brief seines Freundes erhalten hatte, bis er ihm geschrieben hat, zurückgeschrieben hat, der mit ihm darin übereinstimmt. Yani, er stimmt mit ihm überein, dass ein Prophet erscheinen wird und das ist eine Tatsache sozusagen. Daraufhin rief Heraklius die obersten byzantinischen Würdenträger,
in sein Schloss in Homs. Heraklius kündigte die höchsten Würdenträger und den wichtigsten Männer des Staates an, dass sie in seinen gewaltigen Palast zusammenkommen sollten, um eine wichtige Ansprache zu halten. Er will jetzt eine Ansprache halten, der Heraklius. Dann ordnet er, die Toren zu schließen, als sie drin waren. Er kam durch einen Flügel und ließ die Toren schließen. Anschließend erschien er und sprach: O ihr Byzantiner, wollt ihr Erfolg und den rechten Weg, wollt ihr tatsächlich Erfolg, Triumph, Rechtleitung und die Wahrheit in der Glaubenslehre in Wort und Tat? Und dass euer Reich weiter bestehen bleibt, so folgt diesem Mann, diesem Gesandten. Verpflichtet euch gegenüber Mohammed zum Islam. Die Leute rannten verstört zu den Toren. Er erkannte, also Heraklius, ihre Abneigung und gab die Hoffnung auf. Ihre Annahme des Islam auf. Er forderte: Bring sie zu mir zurück. Das bedeutet, so sagt er zu seinen Soldaten: Bring sie zurück. Er sprach: Ich habe dies nur gesagt, um die Stärke eures Glaubens, eurer Religion zu prüfen. Als er gesehen hat, das hat keinen Sinn, hat er das jetzt verdreht sozusagen. Nun habe ich es gesehen, dass ihr tatsächlich standhaft seid. So habe ich euch gesehen, was ich mir gewünscht habe sozusagen. Sie warfen sich vor ihm nieder und waren mit ihm zufrieden sozusagen. Das war ihr Brauch damals, dass sie sich dann unterworfen haben oder niedergeworfen haben, wenn sie mit jemandem zufrieden waren, besonders jetzt mit dem König und so weiter. Und dies war sozusagen das Ende von der Geschichte von Heraklius, das Ende der Geschichte über den Schreiben des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und das ist auch das Ende von diesem letzten Hadith von Bad'ul Wahy, also wie die Offenbarung angefangen hat. Und somit haben wir, alhamdulillah, das Kitab al-Wahy auch beendet, auch mit der Erklärung. Und wenn wir Zeit haben nach Asr, machen wir auch die Erklärung von Al-Iman, was wir dann über PowerPoint laufen lassen werden. Und das ist sehr wichtig, damit wir auch die Grundlagen des Iman von Ahlus Sunnati wal Jama'a inshallah verstehen können. Weil das zweite Kapitel im Sahih al-Bukhari wird davon Kitab al-Iman gesprochen, von al-Iman. Und da braucht man so eine Einführung, damit man versteht, was al-Iman bedeutet. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaykum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.